das Dunkel. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Der schlimmste Tag meines Lebens. Es hätte nicht geschehen dürfen. Hallo? Ist da wer? Nicht doch! Dabei wollte ich dieses Deckchen hier noch fertig stricken. Nein, ich habe wirklich zwei Schüsse gehört. Direkt in der Nachbarschaft. Es klang wie ein Jagdgewehr. Vielleicht war dieser Stanhope wieder jagen. Ein wirklich barbarisches Hobby. Allerdings schienen die Schüsse nicht aus dem Wald gekommen zu sein. Eher aus dieser Richtung. Und dort ist das Haus der Stanhopes. Der beiden Lehrer. Das kann ja nur bedeuten, dass dieser grobschlächtige, laute Mensch seine ewig depressive Frau... Wer ist da? Ich kann nichts sehen. Ich muss näher an das Haus heran. Ist da wer? Eine zu dumme Frage. Würde da jemand sein, der dazu noch etwas Schlimmes im Schilde führt, er würde sich gewiss nicht bemerkbar machen. Es ist offen. Oh mein Gott, alle beide. Im Ehebett und so viel Blut. Sie sind kaum mehr wiederzuerkennen. Ich muss die Polizei rufen. Die Spurensicherung bleibt bitte direkt hinter mir. Floyd? Ja, Inspektor Bland? Sie notieren. Trotziges Portal. Wie bitte? Nur angelehnt. Weiter. Das Haus wirkt verlassen. Es brennt kein Licht. Halt. Ich möchte nicht, dass Sie irgendetwas berühren. Keine Lichtschalter, Treppengelände und so weiter. Bleiben Sie einfach dicht hinter mir. Wenn Sie die Toten sehen wollen, dann müssen Sie sich im Haus gleich nach rechts wenden. Daneben sind noch ein Badezimmer und eine separate Toilette zu finden. Gegenüber ein Arbeitszimmer und der Salon. Oben einige Gästezimmer und ein kleinerer Raum mit Schlüssel, allerdings offen. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe bereits mit Miss Rutherford telefoniert. Was hat denn die alte Dame damit zu tun? Sie hat die beiden gefunden. Wohnen hier also nur zwei Personen? Wohnten. Inspektor Bland. Wohnten. Hier können Sie jetzt nicht hinein. Was erlauben Sie sich, junger Freund? Ich bin die Nachbarin. Sergeant Floyd. Inspektor Bland. Aha, Miss Rutherford ist also auch schon zur Stelle. Lassen Sie unsere Freundin bitte durch. Ach, da sind Sie ja endlich, Inspektorchen. Ich habe gestern die ganze Nacht die Polizeistation angeklingelt. Wenn ich mich nicht täusche, hatten Sie dort Dienst. Es war laufend besetzt. Ich war mit meinem Wissen um die beiden Leichen sozusagen ganz allein. Wichtige Dienstgespräche. Auf der Notrufnummer? Ja, Floyd. Das hier ist nicht das Einzige, was gestern Nacht passiert ist. So? Was denn noch? Jede Menge. Allerdings unwichtigeres Zeug. Ich konnte alles telefonisch klären. Dann liefere ich Ihnen zunächst die wichtigsten Informationen. Anne und George Stanhope wurden mit einer großkalibrigen Waffe aus unmittelbarer Nähe erschossen. George Stanhope war Jäger. Die Tatwaffe wurde unter dem Bett der Eheleute gefunden. Dachte ich's mir. Ein Jagdgewehr. Woher wissen Sie, Floyd, dass der tote Jäger war? Von Miss Rutherford. Außerdem hängen die Wände der oberen Zimmer voll mit ausgestopften Tierleichen. Das Ehepaar hat...
Heißt es jetzt eigentlich hat oder hatte einen Sohn? Hat, Floyd. Er lebt ja noch. Und halten Sie uns nicht mit diesen Spitzfindigkeiten auf. Ja. Sein Name ist Gawain. Es ist schon sehr außergewöhnlich, seinen Sohn Gawain zu nennen. Wo wohnt er? Das wissen wir noch nicht genau. Es gibt noch eine Tochter. Sie heißt Ginevra. Auch das noch? Sie wohnt in London. Inspektor Blind, das wird Sie hier interessieren. Ein fünfzackiger Stern inmitten eines Kreises, mit Blut auf den Tisch geschmiert. Das ist ohne Zweifel ein Symbol, ein magisches Zeichen. So eines, wie es Hexen und Satanisten bei ihren Ritualen verwenden. Satanisten, dass ich nicht lache. Wenn ich Sie darauf aufmerksam machen durfte, unser Dorf Guts Hill liegt direkt neben den Stonehenge, einer okkulten Heilstätte der Bronzezeit. Sie wissen, dass hier seit alters her allerlei Menschen wohnen oder hierher pilgern, die sich mit Magie beschäftigen. Oder damit, wofür sie diesen Hokuspokus halten. Aber Miss Rutherford, Sie sind ja eine ganz und gar Ungläubige. Das könnte stimmen. Ich erwarte von allem und jedem das Schlimmste und habe mit fast erschreckender Treffsicherheit gewöhnlich recht. Inspektor Blend, wenn ich mich nicht irre, ist gestern ein Fest der Kelten bei den Stonehenge gefeiert worden. Es nennt sich Rückkehr der Vögel, eine Art Frühlingstag- und Nachtgleiche. Vielleicht hat das etwas mit den Morden zu tun. Soviel ich weiß, geht das Ehepaar Stanhope nicht in die Kirche. Für Lehrer schon sehr ungewöhnlich. Allerdings waren sie nicht sehr gut zu sprechen auf die verschiedenen heidnischen Feste dort bei der Kultstätte. Aber nach einem Opfermord sieht es hier wirklich nicht aus. Dann würde eventuell ein Amulett auf den Leichen liegen. Auch werden die Kultopfer eher mit einem langen Messer getötet. Und es scheint ein sehr friedfertiges und sinnliches Fest zu sein. Glauben Sie wirklich, dass in der heutigen Zeit noch Menschen geopfert werden? Bei den Satanisten ganz sicher. Menschenopfer sind allerdings mehr oder weniger freiwillige Opfer. Wie unzivilisiert. Entschuldigen Sie mich kurz, der Polizeifunk. Sagen Sie, Miss Rutherford, kennen Sie, wie heißen Sie doch gleich, die beiden Kinder der Eheleute? Ja, Ihre Namen sind in der Tat seltsam. Sie war die Geliebte von Lancelot und Ehefrau von König Arthur. Und er ein Ritter. Wovon reden Sie eigentlich? Von den Namen der beiden Kinder der Stanhopes. Es sind alte Namen, walisische. Man muss schon eine starke Verbindung zur Geschichte Englands haben, um seinen Kindern derartige Namen zumuten zu wollen. Aber zu Ihrer Frage. Leider kenne ich den Sohn der Stanhopes nur vom Sehen. Er holte seinen Vater manchmal zum Jagen ab. Es gibt eine weitere Leiche. Im Gartenhaus der Stanhopes, ein paar Kilometer entfernt. Das Terrain grenzt direkt an das Land der Kultstätte. Dann nichts wie los. Holen Sie meine Tasche aus meinem Haus, Sergeant Floyd. Für Sie tue ich alles, Miss Rutherford. Sobald Sie auf die Bildfläche treten, habe ich gleich weniger zu sagen. Floyd, aber beeilen Sie sich gefälligst. Darf ich um Ihren Arm bitten? Sie fahren natürlich bei mir mit. Dann kann ich Ihnen gleich erzählen, dass ich vor 7 Jahren mal einen ähnlichen Fall hatte. Der Vorsitz des Vereins der Kultstätte hat vor einigen Wochen dieses Fest bei uns beantragt. Bis zum Mittag wird hier noch gefeiert. Meinen Sie, das Symbol, welches bei den Eheleuten zu finden war, ist mit Ihrem Blut gemalt worden? Das werden unsere Gerichtsmediziner bald herausgefunden haben. Aber zu amüsieren scheinen sich ja alle prächtig. Sehen Sie nur, es wird immer noch getanzt. Langsam. Hier muss es irgendwo sein. Jetzt, dort, einbiegen. Die Tür ist verschlossen. Ich nehme jetzt diesen Weg um das Haus herum und Sie den anderen. Vielleicht entdecken wir etwas.
Kommen Sie schnell herüber. Hier liegt er. Können Sie etwas sehen? Ja, genügend. Ein Mann liegt auf dem Rücken in der Diele. Seine Beine und sein Unterkörper sind verdeckt. Sein Oberkörper und Kopf oder was davon noch übrig ist, sehe ich dafür umso besser. Es braucht aber nur einen Blick, um festzustellen, dass er tot ist. Neben ihm eine Tasche mit Lebensmitteln, die zu Boden gefallen ist. Ein Selbstmord war das nicht. Verdammter Mist! Lassen Sie Ihren Luftverpester da liegen und kommen Sie hier herüber. Schauen Sie durch das Fenster. Oh, das sieht nicht gut aus. Es ist bestimmt Gawain Stanhope. Woher wollen Sie das schon wieder wissen? Ich habe die Information bereits auf dem Weg hierher erhalten. Ich habe eine der Feiernden nach dem Anwesen hier gefragt. Sie nannte mir den Namen und den Weg, war allerdings nicht sehr gut auf die Person hier zu sprechen. Und übrigens, wer war es denn, der anrief, um uns diese Leiche hier zu präsentieren? Es war dieselbe Frau. Ich habe mich für den Nachmittag bereits bei ihr zu einem informativen Gespräch angemeldet. Sehr gut, Floyd. Sie hat allerdings schon gestern Nacht versucht, die Polizeistation über den Notruf zu informieren. Aber da gab es wohl Wichtigeres zu besprechen. Was soll es denn Wichtigeres geben als einen Mord? Nein, was sag ich? 3 Morde! Sie sagten doch selbst, dass... Schon gut, schon gut. Ich kann doch nicht wissen, dass in einem gottverlassenen Dorf wie Guts Hill tatsächlich einmal etwas passiert. Und dann auch gleich noch so viel auf einmal. Wenn es so steht, sollten Sie sofort die junge Frau Stanhope in London unter Polizeischutz stellen. Ginevra. Wieso denn das? Im Hinblick darauf, was ihrer Familie zugestoßen ist. Sie ist die Einzige, die noch am Leben ist. Es hat den Anschein, als versuche jemand, die Familie Stanhope auszulöschen. Gut, dann müssen wir versuchen, ihre Adressen herauszubekommen oder am besten gleich die Kollegen von Scotland Yard informieren. Haben Sie gesehen, welches Zeichen auf den Spiegel im Flur gemalt wurde? Anscheinend mit Blut? Etwa das gleiche wie... Genau. Genau, Miss Rutherford. Ein 5-zackiger Stern in einem Kreis. Mr. Haddington, so hören Sie doch. Machen Sie die Tür auf. Entschuldigen Sie, Miss Rutherford. Ich war gerade etwas versunken. Hoffentlich versinkt Ihr Verstand nicht gleich mit. Was sollen denn all die Kerzen hier? Und was machen Sie mit den Steinen dort in dem Kreis? Sie entschuldigen, Miss Rutherford. Das sind keine beliebigen Steine. Das sind Mineralsteine. Heilige Gegenstände sozusagen. Also bei aller Liebe, wer hat Sie denn zur Naturheilkunde bekehrt? Ein ordentlicher Arzt war Ihnen bisher doch lieber. Ich war gestern auf dem Fest und habe mich hier und da, sagen wir mal, informiert. Auf dem Fest bei den Stonehenge? Dieses Vogel-komm-wieder-Fest. Ja. Das passt mir sogar sehr gut. Vergessen Sie mal das Feiern und denken Sie scharf nach. Ist Ihnen gestern irgendetwas aufgefallen? Ja, lassen Sie mich in mich hineinhorchen. Hören Sie mit diesem Quatsch auf. Sie sollen nur nachdenken. Trommeln, dann wieder Trommeln. Menschen in bunten Kostümen, Vogelkostüme, sehr viele Frauen, sehr viele junge Mädchen und alte Männer. 2 Schüsse? Nein, nein. Man konnte bei dem Getrommel nicht viel andere Geräusche wahrnehmen. Ach, das hilft uns nicht viel weiter. Ist denn etwas passiert? Und ob? Es gab 3 Leichen in der letzten Nacht. Alle 3 Personen sind ermordet worden und gehören der Lehrerschaft unserer Dorfschule in Guts Hill an. Übrig geblieben ist nur der Direktor.
War es ein ehemaliger Schüler? Möglich. Aber es gibt noch einen anderen Hinweis. Bei dem Ehepaar Stanhope und bei ihrem Sohn Gawain Stanhope sind zwei identische Symbole hinterlassen worden, die mit dem Blut der Leichen geschrieben wurden. Bei diesen Symbolen handelt es sich um Pentagramme. Ein Pentagramm ist ein fünfzackiger Stern, der sich ohne abzusetzen mit fünf geraden Linien zeichnen lässt. Hier zeigen zwei Spitzen nach oben und eine nach unten. Reichen Sie mir bitte mal den Stift dort drüben. Danke. Ich male jetzt die beiden Spitzen oben und die eine unten aus und ebenso das schmale Dreieck in der Mitte. Was sehen Sie nun, Miss Rutherford? Ich weiß nicht genau. Das Antlitz des Teufels. Zwei Hörner und den Bocksbart. Was soll denn der Unsinn? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Das ist das Zeichen der Satanisten. Sie sind gegen jegliche Form von Ordnung und Macht. Wenn dieses Zeichen auf den Spiegeln war, dann ist der Mörder oder die Mörderin nicht unter den Anhängern der Kultstätte zu suchen. Warum das? Schauen Sie mal. Und? Sie haben das Papier einfach nur leicht gedreht. Ja, aber dies ist ein positives Zeichen. Zwei Zacken unten, zwei an der Seite, ein Zacken oben. Wenn ich hier eine Figur hineinmalen würde, würde es ein Symbol für den Menschen schlechthin. Das ist ja äußerst interessant. Später, nach der Steinzeit, hatte das Pentagramm in den alten Religionen, zum Beispiel bei den Kelten, eine große Bedeutung. Ich verstehe. Und diese Satanisten beziehen religiöse Zeichen in ihre Riten ein, wie etwa ein umgedrehtes Kreuz oder den Druidenstern hier. Sie schänden sozusagen die Symbole der anderen und sie brechen damit die Kraft der Symbole, derer sie sich bedienen. So ist es. Bei dem Fest werden Sie kein negatives Zeichen finden. Nur solche. Schauen Sie mal in den Apfel hinein. Das Kerngehäuse sieht aus wie ein Druidenstern. Es ist ein Fruchtbarkeitszeichen. Ich verstehe. Ihr gestriger Abend dort erweist sich als außergewöhnlich fruchtbar. Ich brauche allerdings noch einige Informationen mehr, um an den Täter zu gelangen. Zum Beispiel ist Ihre Idee, Mr. Headington, nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Welche bitte? Nun, dass ein ehemaliger Schüler Rache an den Lehrern geübt hat. Wobei ich sagen muss, in der Regel haben Schüler nicht mit allen Lehrern einer Schule Probleme, sondern nur mit einem. Ja, es sind immerhin nur drei gewesen. Und der Direktor nicht zu vergessen. Und dieser ist noch am Leben. Vielleicht ist er sogar gefährdet. Ich habe jetzt noch einige Telefonate zu führen. Sie, Mr. Headington, packen doch bitte Ihre Sachen. Wir machen eine kleine Reise. Wohin? Sie werden schon sehen. In 3 Stunden treffen wir uns direkt auf dem Bahnhof in Salisbury, wenn wir uns nicht schon im Bus dorthin treffen werden. Bis dahin, auf Wiedersehen, Mr. Headington. Ich werde pünktlich anwesend sein, Miss Rutherford. Vermittlung, bitte eine Verbindung nach London. Lillian Weatherby. Sie ist meine Nichte und hat die Telefonnummer. Dienststelle 4, Bezirk 21, Salisbury, Polizeidienststelle, Floyd. Hier ist Miss Rutherford. Sagen Sie, Sergeant Floyd, gibt es neue Informationen über den Mord an meinen Nachbarn? Ja. Ich bin soeben von meinem Verhör zurückgekommen. Die Dame heißt Mildred Peters
und ist die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, der die Stonehenge verwaltet, die Feste ausrichtet und die Besucher informiert. Sie entdeckte gestern die Leiche von Gawain Stanhope. Sie ist eine auffallend schöne Person. Stellen Sie sich vor, sie trug ein langes, taubenblaues Kleid mit weiten Ärmeln. Die Farbe passte wunderbar zu ihren Augen. Liebster Floyd, ich weiß, dass Sie einen besonderen Blick für weibliche Details haben. Aber kommen Sie doch zum Wesentlichen. Natürlich. Die Einrichtung der sehr gemütlichen und übrigens sehr sonnigen Küche war irgendwie merkwürdig. Ein Kohleherd anstatt eines Gasherdes. Darüber ein Board mit einem dreibeinigen Topf. Daneben ein Glaskelch, ein faustgroßer Stein, der in der Mitte durchgetrennt war. Davor lag ein langer Glasstab, ein zweischneidiges Messer mit verziertem Griff und, ja, das wird Sie interessieren, ein Briefbeschwerer mit einem Pentagramm. Und wenn Sie diesen Briefbeschwerer falsch herumdrehen, erscheint ein Glasteufel. Ja, aber woher... Ein Pentagramm richtig herum ist ein Hilfsmittel der Hexen der weißen Magie. Ich sehe, Sie wissen schon Bescheid. Trotzdem wird Sie noch weiteres interessieren. George Stanhope war vor einiger Zeit Vereinsvorsitzender. Sein Sohn Gawain erhielt die Chance, als Geschichtslehrer mit seiner Schulklasse an einem aufsehenerregenden Versuch mit Archäologen teilzunehmen. Kurz danach gab es allerdings Probleme. Welcher Natur waren die Probleme? Ja, was es in der Schule für Ärger gegeben hat und weshalb Gawain Stanhope kurz danach mit seiner Frau verzogen ist, das kann ich nicht sagen. Allerdings hat sich der alte Stanhope dagegen gewehrt, dass der Verein das Denkmal für andere Gruppen geöffnet hat. Für Satanisten? Nein, nein, nein. Für verschiedene Vereine, die weiße Magie praktizieren. Der alte Stanhope wollte es für eine Art Druidenloge. Warten Sie mal, ich habe den Namen hier aufgeschrieben. Für die International Grand Lodge of Druids. Eine Art geheimer Männerbund für Brüderlichkeit, Tugend und Sittlichkeit. Und da wären Frauen dann natürlich nicht gern gesehen, geschweige in langen Gewändern, beziehungsweise so wenig bedeckt, wie ich es gestern gesehen habe. So ist es. Nun, das passt genau mit meinem Bild über diesen Menschen zusammen. Er scheint eine sehr konservative Haltung zu haben. Immerhin hat er seinen Kindern solch geschichtsträchtige Namen gegeben. Obwohl Ginevra gerade nicht im Sinne der Sittlichkeit handelte, als sie Lancelots Liebe entgegennahm. Aber sie war berühmt, ebenso wie Gawain. Vielleicht geht es um übersteigertes Geltungsbedürfnis. Aber noch eine Frage zu Gawain. Wieso ist er, nachdem er fortzog, nun wieder hier? Scheidung. Werden Sie nach London fahren und die Tochter Ginevra vernehmen? Leider nicht. Blend hat angeordnet, dass keiner hinfährt. Wir sollen es Scotland Yard überlassen. Das halte ich für einen Fehler. Welcher Bezirk ist denn in London dafür zuständig? Ich denke, New Scotland Yard im Victoria Embankment. Allerdings ist Ginevra Stanhope zurzeit im Krankenhaus. So? Weshalb das denn? Sie hat schon seit einiger Zeit Depressionen. Seitdem sie von dem Tod der Eltern erfahren hat? Nein, wohl vorher schon. Sie traten vor einem halben Jahr zum ersten Mal auf und dann immer wieder in Schüben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Sergeant Floyd. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich... Sobald Sie was? Sofern ich etwas Neues erfahren sollte. Auf Wiederhören, Miss Rutherford. Ach, übrigens... Ja, Sergeant Floyd? Morgen bin ich am Vormittag nicht zu sprechen. Da führe ich wieder ein Verhör. Dann grüßen Sie mal Mildred Peters unbekannterweise von mir. Woher... Die alte Dame ist einem fast immer einen Schritt voraus. Einsteigen, bitte! Wo bleiben Sie nur, Mr. Headington? Jetzt aber schnell, der Zug fährt gleich ab. Ich bin da! Was machen Sie denn hinter mir? Kommen Sie her. Die Koffer müssen rein. Schnell einsteigen.
auf den Zug aufspringen. Schnell, öffnen Sie noch einmal die Tür, Mr. Haddington. Ich kenne den Herrn doch. Aber Herr Direktor, das sollten Sie in Ihrem Alter nun wirklich nicht mehr tun. Ich... Setzen Sie sich hier hin. Danke. Darf ich Ihnen Mr. Haddington vorstellen? Wir sind auf dem Weg nach London. Mr. Haddington, das ist unser Schuldirektor, Mr. Weedman. Angenehm. Ich meine, guten Tag. Schuldirektor? Sagten Sie, Miss Rutherford? Ja, Schuldirektor. Was ist daran so erschreckend? Sie sind ja ganz bleich geworden. Ja, ich meine ja nur, in der Schule lernt man immerhin das Schreiben. Ja, dort lernt man es. Oder eben nicht. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Es ist doch nicht Ihr Schuldirektor, sondern nur irgendeiner. Beziehungsweise der Schuldirektor von unserem netten Ort Guts Hill. Wo fahren Sie hin? Mein Ziel ist die Stadt. Ich fahre nach London, praktisch direkt in die Großstadt. Wir haben von dem großen Unglück gehört. Unser Beileid. Gewiss müssen Sie dem zentralen Schulamt Bericht erstatten. Neue Lehrer werden sich bei Ihnen bewerben. Das ist schon schlimm. Sie haben mein Mitgefühl. Es hat sich leider so ergeben, dass ich in einem ganz anderen Rahmen dort agieren soll. Sozusagen nicht mittelbar im Beruflichen, praktisch unmittelbar beruflich. Mr. Haddington, ist etwas mit Ihnen? Was haben Sie denn in London zu tun, wenn ich fragen darf, Mr. Weedman? Natürlich muss es so sein, da ich der Direktor bin, also die Leitung der Schule habe, praktisch das Geschehen dirigiere. Ein sehr guter Direktor, wie ich hörte. Ja, das muss wohl sein. Wie wäre es, Mr. Haddington, wenn Sie uns etwas Limonade holen würden? Ich sah gerade eine Dame einsteigen, die Erfrischungen verkauft. Mit Vergnügen. Andererseits gibt es da eine Verständnislosigkeit, meinerseits fehlende Einsicht sozusagen, praktisch... Kein Verständnis, ich verstehe. Nur wofür? Ich habe eine Einladung erhalten für ein Gespräch ich habe eine Vorladung erhalten. Von Scotland Yard. Dann haben wir den gleichen Weg bis nach London, vielleicht sogar noch weiter. Darf ich die Vorladung mal sehen? Dann weiß ich, ob wir gemeinsam die Stadtbahn in London nehmen können. Ich habe mir die Fähigkeit angeeignet, wichtige Unterlagen sorgfältig aufzubewahren, sozusagen aufzuheben, praktisch immer griffbereit zu haben. Bitte. Eine sehr nützliche Fähigkeit, danke. Möchten wir Sie bitten, sich in New Scotland Yard im Victoria Embankment einzufinden? Gezeichnet Chefinspektor Glenn Palmer. Glenn Palmer. Oh je, das wird ein harter Brocken. Zu dumm, dass gerade er die Ermittlungen leiten muss. Ich habe mir die Fähigkeit angeeignet, praktisch genau zuhören zu können. Ich höre hier in diesem Raum alles. Ich verstehe somit jede Gefühlsäußerung jedes Menschen. Ihre war nicht gerade ermutigend. Ich bringe die Limonade. Danke. Hier nehmen Sie Mr. Weedman. Wenn Sie erlauben, dort vorne kommt der Schaffner. Ich würde Ihre Tickets an mich nehmen und sie dem Schaffner zeigen. Dann werden Sie in der Unterhaltung nicht gestört. Eine gute Idee. Mr. Weedman, reichen Sie die Karte nur rüber. Alles andere erledigt Mr. Haddington. Ich gebe Ihnen einen Rat, eine Empfehlung. Also ich mache einen Vorschlag. Ach, er weiß schon, was er zu tun hat. Die Fahrkarten, bitte. Es trifft sich hervorragend. Wir haben denselben Weg, denn auch ich muss zu New Scotland Yard. Im selben Fall. Immerhin waren die Stanhopes meine Nachbarn. Und über das Gartentor lernt man sich eben auch kennen.
falls sich bei Scotland Yard dann doch unsere Wege trennen sollten, dann rufen Sie mich doch danach bei meiner Nichte Lillian an. Hier ist Ihre Telefonnummer. Ich würde mich gerne mit Ihnen weiter austauschen. Das ist sehr liebenswürdig, eine gute Idee, praktisch ausgezeichnet. So, da wären wir. Schön, schön. Nur ein wenig leer. Ich dachte, hier ist etwas mehr Verkehr. Immerhin geschieht genug Arges auf der Welt und besonders in London. Ihre Vorladung, bitte. Ich habe mir doch die Fähigkeit angeeignet, wichtige Dokumente. Hier ist sie. Alle drei Personen? Mr. Headington wartet hier. Nur zwei Personen. Zimmer 328. Nun, das steht ja drauf. Trotzdem Dankeschön. Nun kommen Sie schon, Mr. Weedman. Hier ist es. Sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Wir haben eine Vorladung. Wir sind auf den Punkt genau. Praktisch pünktlich. Ich bin aber noch beschäftigt. Dann warten wir draußen. So, jetzt können Sie reinkommen. Sie sind ja immer noch zu zweit. Wer hat denn eigentlich die Vorladung? Ich bin die Nachbarin des Ehepaars Stanhope. Sie kommen mir bekannt vor, dass... So? Das kann nicht sein. Doch, Sie waren auch die Nachbarin der Dame, der das gesamte Tafelsilber gestohlen wurde in... wie heißt der Ort? Ja genau, war es nicht Guts Hill? Und Sie waren auch die Nachbarin des Herrn, dem sämtliche Hühner getötet wurden. Hähne. Es waren Hähne. Er hat sie bei illegalen Kämpfen auf unserem Dorfanger eingesetzt. Wie entsetzlich. Leider haben sie sich nicht sonderlich dafür interessiert. Scotland Yard beschäftigt sich nicht mit Lappalien in der Provinz. Aber diesmal ist es ein Dreifachmord. Und dafür scheint sich Scotland Yard zu interessieren. Immerhin gibt es eine Vorladung und eine gefährdete Frau, die sie hoffentlich unter Polizeischutz stellen. Und wer soll Ihrer Meinung nach die gefährdete Frau sein? Ginevra Stanhope, natürlich. Wir denken, dass diese gefährdete Frau im St. Elizabeth's Hospital gut aufgehoben ist. Ein Spezialkrankenhaus für Nervengeschädigte mit besonderer Beobachtung der Patienten. Außerdem weicht ihr dieser Jim Thompson nicht mehr von der Seite. Aber das hat Sie jetzt nicht zu interessieren. Geben Sie mir mal die Vorladung her. Weedman. Hier? Tja, Miss... Rutherford, so ist doch Ihr Name, stimmt's? Ich muss Sie bitten, sich draußen einen Stehplatz zu suchen. Bänke zum Ausruhen gibt's hier nämlich nicht. Danke. Ich weiß, was ich zu tun habe. So, Weedman. Hier. Nun zu Ihnen. Mr. Headington, wo sind Sie denn? Hier! Miss Rutherford! Rufen Sie schnell ein Taxi. Wir müssen ins St. Elizabeth Krankenhaus. Es handelt sich um einen Notfall. So, das wär's für heute. Die Personalien sind aufgenommen. Halten Sie sich hier bis auf Weiteres bereit. Wir holen Sie noch einmal. Sie meinen vor Ort, quasi hier in London, in dieser Stadt? Ja, natürlich. Morgen früh um 8 erscheinen Sie noch einmal hier. Jetzt habe ich noch ein wichtiges anderes Gespräch zu führen. Auf Wiedersehen. Herein? Guten Tag, Thompson. Jim Thompson. Guten Tag, Mr. Thompson. Die Personalien haben wir ja gestern schon aufgenommen, sodass wir uns damit jetzt nicht mehr herumschlagen müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie vorerst auf das Gespräch mit Ginevra verzichtet haben. Ihr geht es wirklich nicht gut. Natürlich hat Miss Stanhope bei Erhalt der Nachricht einen Schock erlitten, und zwar einen ordentlichen. Trotzdem müssen wir uns bald mit ihr unterhalten. Nicht mal annäherungsweise ein Motiv gibt es. Das Einzige, was die Beamten in Salisbury gefunden haben, sind diese verdammten Satanistensterne. Als was arbeitet Miss Stanhope eigentlich? Sie ist Archivarin. Eine Archivbenutzung ist wesentlich schwieriger als eine Literaturrecherche.
Daher beraten Archivare des höheren Dienstes die anspruchsvollen Benutzer. Sie und ich, wir arbeiten zusammen. Womit beschäftigen Miss Stanhope und Sie sich eigentlich zurzeit? Da wir als freie Mitarbeiter in den London Metropolitan Archiven arbeiten, übernehmen wir auch Rechercheaufträge von Firmen und Organisationen. Im Moment ist der Auftraggeber geheim, aber so viel kann ich Ihnen verraten, dass militärische Interessen im Spiel sind. Und was hatten Sie im September für einen Auftrag? Wir arbeiten für einen Verein der Kinderschutzhilfe in der Nähe von Salisbury. Sind Sie dem Auftraggeber persönlich begegnet? Ja, das war im September letzten Jahres. Wir fuhren hin. Haben Sie Ginevras Eltern da kennengelernt? Schließlich wohnten Sie gleich um die Ecke in Guts Hill. Nein, sie waren gerade auf einer Reise. Schließlich waren noch Ferien in der Schule. Es war eine regelrechte Hinrichtung. Ich habe hier ein paar Randbemerkungen der Gerichtsmedizinerin. Keine Auffälligkeiten oder Utensilien für satanistische Rituale, nur die Symbole. Die Opfer sind kaltblütig hingerichtet worden. Ein Mörder ohne Gnade. Ein geübter Schütze, zielsicher. Keines der Opfer ist nach dem Mord noch angefasst worden. Er wusste, sie waren tot. Wie lange ist sie schon krank? Was meinen Sie? Seit den Morden? Nein, Depressionen hatte sie schon vorher. So viel wissen wir schon. Woher? Seit September. Sie hatte allerdings zwischendurch immer wieder gearbeitet. Vielleicht haben Sie recht, ich will sie beschützen. Sie hat nicht mal die Kraft, auch nur daran zu denken, was passiert ist. Ganz zu schweigen davon, darüber zu sprechen. Sie wird krank, wenn man nur erwähnt, was passiert ist. Sie leben also zusammen? Als Paar? Nein. Und ich verstehe auch nicht, was das mit Ihrer Ermittlung zu tun hat. Falls Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich jetzt gerne arbeiten. Was haben Sie eigentlich am Tag der Tat gemacht, am Montag? Alles war wie immer. Wir haben beide den ganzen Montag gearbeitet. Für Ginevra war das wohl etwas zu viel. Sie ging nach Hause und legte sich hin, weil sie Kopfschmerzen hatte. Ich ging in den Pub. Montags fülle ich mit ein paar Freunden dort Tippscheine aus. Was haben Sie anschließend gemacht? Ich bin nach Hause gegangen. Haben Sie Ginevra noch einmal gesehen? Nein, erst am nächsten Tag. Zu dem Tag kommen wir jetzt. Ist am Dienstag irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Nein. Am Dienstag war alles wie immer, außer dass ich verschlafen hatte. Ich hatte wohl am Abend zuvor zu viel Bier im Pub getrunken. Wie spät war es, als Sie zur Arbeit kamen? 10:30. Vielleicht auch 11. Halten Sie sich bereit, falls ich Sie wieder benötige. Und ich möchte so schnell wie möglich ein Gespräch mit Ginevra. Sagen wir morgen oder übermorgen. Ich weiß nicht, ob... Morgen oder übermorgen. Auf Wiedersehen. Ich kann nichts versprechen. Hallo, John. Folgende Dienstanweisung von mir. Ihr stellt einen 3-Schichten-Sicherheitsposten bei Ginevra Stanhope in St. Elizabeth Hospital auf. Direkt vor ihrem Zimmer. Nehmt das Personal aus deiner Abteilung, John. Und, Mr. Hiddington, was haben Sie unten bei der Besucheranmeldung erfahren? Sie darf angeblich nur Besuch von einem Mr. Thompson erhalten. Bewacht wird sie nicht. Gut, ich werde trotzdem vorsichtig sein. Dann geben Sie mir jetzt den Kittel und die Schwesternhaube aus der Wäschekammer. Nicht doch so auffällig. Stecken Sie das in meine Tasche. Ja, so. Ich werde mich jetzt auf der Toilette umziehen. Sie beobachten nur das Zimmer von Ginevra. Und wenn Sie jemand fragt, sind Sie einfach der Besuch eines anderen Zimmers. Aber ich kenne doch dort keinen. Sie nennen nur die Zimmernummer. Zum Beispiel diese hier, Nummer 217. Da müssen mindestens 8 Personen drin liegen, nach dem Besuch zu urteilen. Und wenn mich jemand nach dem Namen des Patienten fragt? Dann sagen Sie irgendeinen Namen. Jeder kann sich mal verlaufen. Das wird ein Spaß. Und schön die Augen aufhalten. Machen Sie doch bitte mal Platz für den Kaffeepausenwagen. Unsere Patienten haben sich einen kleinen Imbiss verdient. Sehr wohl, Schwester. Sie warten auf jemanden? Die Patientin von Zimmer 217. Sie ist gerade auf die Toilette gegangen. Ich...
Ich bin Ihr Freund. So? Wie heißt denn die Patientin? Sie heißt Miss Rutherford. Ich wünsche ihr gute Besserung. Danke, Schwester. Mimi. Miss Mimi? Miss Rutherford. Ich bin Schwester Mimi und hier ist ihr Kuchenstückchen, Miss Stanhope. Wie geht es Ihnen? Schon besser. Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Sie liegen den ganzen Tag so allein hier. Ja, dann muss ich mal nicht daran denken. Da haben Sie recht. Gedanken können den Menschen das Leben vermiesen. Viel besser ist es zu sprechen. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte. Vorhin hat Scotland Yard im Krankenhaus angerufen. Die wollen vor Ihrem Zimmer eventuell einen Wachposten aufstellen. Fühlen Sie sich denn bedroht? Nein. Sie wissen, wir Schwestern haben auch von Ihrem Schicksalsschlag erfahren. Mein aufrichtiges Beileid. Kennen Sie denn jemand, der Ihre Eltern so gehasst hat, dass er, oder vielleicht war es auch eine Sie, diese getötet haben könnte? Nein. Und Ihr Bruder hatte auch keine Feinde, die Sie kannten? Nein. Dass Ihr Bruder kein Gewehr im Hause hatte, um sich zu schützen, ist ja schon traurig. Dabei war er doch Jäger. Doch, er hatte eins im Sommerhaus hinter einer Wandverkleidung versteckt. Dort bewahrte er immer ein Gewehr auf. Kannten Sie das Versteck? Ja. Und wer kennt das Versteck noch? Die gesamte Familie. Es war das Mordinstrument. Schwester, es ist alles wirklich sehr verwirrend und es tut mir auch sehr leid. Sie haben da doch kaum eine Schuld zu tragen. Doch, ich glaube, ich habe eine große Schuld. Aber nicht doch. Reden Sie sich doch nicht solch einen Unsinn ein. Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Ich bringe gerade Kaffee und Kuchen. Möchten Sie auch ein Stückchen? Nein, danke. Ich bin mir sicher, Miss Stanhope, dass der Mörder Ihrer Familie gefunden wird. Was geht Sie denn das an? Sehen Sie nicht, wie es ihr geht? Da kann sie doch nicht jeder auf ihre Familie ansprechen. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ich bin jeden Tag hier. Ich bin ein Arbeitskollege und der einzige Besucher, der Sie besuchen kommen darf. Davon habe ich noch nie was gehört. Können Sie sich ausweisen? Das ist ja... Bitte hier. Danke. Was sind Sie von Beruf? Archivar. Wir arbeiten zusammen. Kommen Sie auch an Informationen heran, die der Geheimhaltungsstufe unterliegen? Ja, natürlich. Allerdings wüsste ich nicht, was Sie das angehen sollte. Sehen Sie, was dieses Thema bei ihr auslöst? Welches Thema denn genau? Diese verdammten Recherchen. Machen Sie, dass Sie rauskommen, Schwester. Meine Schuld. Alles. Alles meine Schuld. Schwester Mimi, Sie werden umgehend in Zimmer 217 benötigt. Umgehend. Ich komme. Miss Stanhope, man wird den Mörder finden. Raus! Mama war auch krank. Ich musste sie schützen. Schwester Mimi! Ja, ich komme, ja. Sehen Sie da vorne? Der ist sicher ein Wachpolizist von Scotland Yard. Sie haben recht. Nur schnell weg. Und? Haben Sie etwas Wichtiges erfahren? Ich habe den starken Eindruck, dass sie was zurückhält. Nimm dir doch noch von den Chips, es sind genügend da. Fisch ist ebenfalls noch nicht alle. Danke, Lillian, dass wir hier alle deine Gäste sein dürfen. Immerhin war es nicht unbedingt geplant, dass die Abordnung aus Gazill nun auf 3 Personen angewachsen ist. Kein Problem, Tante Mimi. Ich habe genug Platz. Mr. Wheatman, ich habe Ihnen gerade erzählt, was heute Nachmittag alles passiert ist. Und Sie haben uns von dem Verhör mit Chefinspektor Palmer berichtet.
Für mich bleiben noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, es gab vor einiger Zeit einen Schulversuch, an welchem auch die Klasse von Gawain Stanhope beteiligt war. Um was ging es da? Mr. Stanhope ist ein sehr ehrgeiziger Geschichtslehrer. Er verlangt von sich und seinen Schülern hohe Ergebnisse, ist praktisch... Oh, so einen hatte ich auch. Dieser alte Zausel hat es sich nicht nehmen lassen, uns auf die Hände zu schlagen, wenn wir ein falsches Geschichtsdatum genannt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Nun ja... Moment mal. Habe ich das richtig verstanden? Gawain Stanhope hat ähnliche Lehrmethoden angewendet? Es gab da einige Beschwerden. Und Sie haben das durchgehen lassen? Es konnte nie direkt etwas nachgewiesen werden, immer nur gerüchterweise. Machen Sie es sich da nicht etwas zu einfach? Und was war nun mit dem Versuch? Unsere kleine Schule erhielt die Anfrage, ob sie sich an einem wissenschaftlichen Versuch beteiligen möchte. Es ging um die Erforschung des Transports und Aufstellens von den besonders imposanten Trag- und Decksteinen der Stonehenge. Das ist aber ganz unmöglich. Um die größten Steine zu transportieren, wurden 600 Männer benötigt. 500 zogen den schweren Koloss von Stein und die restlichen 100 legten jeweils vor den Transportschlitten hölzerne Rollen. Das habe ich auf einem Vortrag gehört. Gawain Stanhope hatte sich für diesen Versuch beworben, erfuhr ich dann etwas später. Es waren Archäologen des Britischen Museums Londons daran beteiligt. Gawain war äußerst interessiert daran. Ich glaube, er wollte seinem Vater George Stanhope helfen. Dieser strebte an einem großen Einfluss auf die weitere Nutzung der gesamten Kultstätte der Stonehenge zu erhalten. Er wollte uneingeschränkte Mitbestimmung. Es ging darum, den Sitz einer großen Loge mit einflussreichen und vermögenden Männern hierher zu verlagern. Er brauchte Fürsprecher. Da kam ihm dieser Versuch gerade recht. Aber es gab da einen unvorhergesehenen Zwischenfall. Das Ergebnis war erstaunlich. Ein Steinblock der Schwere eines Bluestones konnte von 4 Schuljungen auf einem nachempfundenen Boot flussaufwärts entgegen der Avon-Strömung bis in die Nähe von Stonehenge gestarkt werden. Unmöglich. Sie können es in einem Archiv nachlesen. Und auf dem Landweg waren 14 Jungen nötig, um den Block auf einem primitiven Schlitten einen mäßigen Hang hinaufzuziehen. Schneebedeckt natürlich. Sie machen Witze. Nicht in dem Entferntesten. Allerdings, Gawain Stanhope ist ein jähzorniger und zu Gewalt neigender Mann. Obwohl er ein guter Lehrer ist. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will er es unbedingt umsetzen. Was ist damals passiert? Er hat wohl etwas mit Schlägen nachgeholfen. Was? Vor den Archäologen? Nein, er hat die Jungen in der Schule schon eingeschüchtert und den ein oder anderen den Rohrstock übergezogen. Der Junge hat bei der Überanstrengung beim Schleppen der Last einen schlimmen Leistenbruch erlitten und ein anderer Junge ist sogar in den Fluss gefallen. Man hat nach ihm gesucht, aber ihn erst spät unter Wasser gefunden. Er muss zu erschöpft gewesen sein, als dass er sich selber hätte retten können. Wie fürchterlich! Was ist mit dem Jungen? Er lebt, aber sein Gehirn hatte lange zu wenig Sauerstoff. Er ist jetzt behindert. Es gibt nur einen Jungen in unserer Umgebung, der, nachdem er in den Fluss gefallen ist, in einem Rollstuhl sitzen muss. Seine Mutter wohnt direkt bei den Stonehenge. Ja, es ist Mrs. Peters. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, der die Kultstätte jetzt verwaltet. George Stanhope hat seinen Willen bei der Abstimmung damals nicht bekommen und ist ganz aus dem Verein ausgetreten. Aber die Dame, also Mrs. Peters, der sagt man nach, sie sei ein wenig verrückt. Sie wäre angeblich eine Hexe für weiße Magie. Trägt sie lange Kleider mit weit ausgeschnittenen Ärmeln? Ja, so sah sie aus, wenn sie in die Schule kam. Lillian? Ja, Tante Mimi? Wo kann ich mal ungestört telefonieren? Auf deinem Zimmer, Tante Mimi. Es gibt in jedem Zimmer einen Anschluss. Das ist ja so luxuriös wie in einem Hotel, hier in deiner Wohnung. Und dann auch so zentral gelegen. Du scheinst gut zu verdienen in deinem Rechtsanwaltsbüro. Ich kann nicht klagen. Schließlich haben wir die dicksten Fische als Kunden. Ich bring dich kurz auf dein Zimmer. Das ist nicht nötig. Ich finde auch allein. Ich mache es trotzdem. Tante Mimi,
Wir hatten einen Fall, in welchem die internationale Grand Lodge der Druiden einen Lehrer verteidigt hat. Ich erinnere mich so genau daran, da ich sehr wütend darüber war, dass wir als ausgezeichnete Rechtsanwälte fast jeden Fall zugunsten des Angeklagten lösen müssen und können. Wir sind eben sehr gut. Die ungünstigere Berufsbezeichnung ist ja Rechtsverdreher. Dein Fall mit dem Lehrer ist interessant. Möglicherweise war es Gawain Stanhope. Kannst du die Prozessakten einsehen? Natürlich, Tante Mimi. Pass doch bitte auf, dass keiner in mein Zimmer hineinplatzt, wenn ich telefoniere. Ich werde die beiden schon zu unterhalten wissen. Sergeant Floyd, Dienststelle 4. Den Rest können Sie sich sparen. Ich bin es, Miss Rutherford. Ah, lassen Sie mich raten, wo Sie gerade sind. Bitte. Ich tippe auf London. Nicht doch etwa bei Ihrer bezaubernden Nichte Lillian. Das war ein Volltreffer, Sergeant Floyd. Ah, zu schade, dass ich nicht nach London fahren durfte. Aber dafür habe ich Neuigkeiten für Sie. Lassen Sie hören. Ich habe mit Chefinspektor Palmer aus London gesprochen. Er hat den Kollegen von Ginevra Stanhope verhört und bereits sein Alibi für den Mordabend überprüft. Der Wirt des Pubs bestätigt, dass er an jenem Montagabend da war. Es sind 5 Typen, die sich dort regelmäßig treffen, um irgendwelche Tippscheine auszufüllen. Es wäre dem Wirt aufgefallen, wenn einer nicht erschienen wäre. Und was ist mit Ginevra selber? Die lag mit Kopfschmerzen im Bett. Das ist kein besonders gutes Alibi. Glauben Sie, Ginevra ist nach Guts Hill gefahren, um die Morde zu begehen? Wenn sie ein Motiv hat. Allerdings, wenn ich sie mir so vor Augen führe... Sie kennen Miss Stanhope? Ich habe ihr heute einen kleinen Besuch im Krankenhaus abgestattet. Alle Achtung! Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes schneller, als die Polizei erlaubt. Danke. Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich glaube es nicht. Schließlich ist sie schon ziemlich lange krank. Sie hat einfach nicht die Kraft für so etwas. Kann sie überhaupt schießen? Soweit ich weiß, nicht. Nur ihr Bruder und ihr Vater scheinen auf die Jagd gegangen zu sein. Was hatten Sie sonst noch für einen Eindruck von ihr? Ginevra ist sehr verschlossen. Vielleicht ahnt sie gar nicht, worum es geht. Vielleicht hat sie eine Vermutung, will sich diese aber nicht eingestehen. Wir haben die Häuser der Opfer wirklich eingehend unter die Lupe genommen. Die Spurensicherung hat schließlich auch ein Versteck hinter der Wandverkleidung des Sommerhauses gefunden. Dort war die Tatwaffe. Dann schien sich der Mörder gut in der Gegend auszukennen. Außerdem wusste er sehr viel über die Familie. Ja, das ist das Hauptargument gegen einen Verrückten. Die Morde scheinen sorgfältig geplant worden zu sein. Sergeant Floyd, Sie haben mir gesagt, dass Mildred Peters, die stellvertretende Vorsitzende des Kultstättenvereins, auf Gawain Stanhope nicht gut zu sprechen war. Wissen Sie auch warum? Nein. Haben Sie an dem Tag, als Sie bei ihr waren, um sie zu verhören, Beobachtungen gemacht, die darauf hindeuten, dass dort noch jemand lebte? Etwa ein Kind? Ja, sie hat einen Sohn. Er war aber nicht da. Wissen Sie, dass der Sohn im Rollstuhl sitzt und behindert ist? Nein, davon war nie die Rede. Miss Peters ist eine sehr fröhliche und zufriedene Frau. Das passt alles doch nicht zusammen. Danke, Sergeant Floyd. Auf Wiederhören. Grüßen Sie Ihre Nichte. Das werde ich tun. Bei Weatherby... Miss Rutherford, was erlauben Sie sich eigentlich? Sie haben durch Ihr unverantwortliches Tun eine Katastrophe ausgelöst. Guten Abend, wer ist denn dort? Chefinspektor Palmer. Wovon reden Sie eigentlich? Miss Stanhope ist aus dem Krankenhaus entführt worden. Damit habe ich doch nichts zu tun. Sie haben ja keinen Wachposten vor die Tür gestellt. Doch, das habe ich heute angeordnet. Aber durch Ihre eigenmächtige Fragerei ist Thompson plötzlich misstrauisch geworden oder hat die Nerven verloren. Sie sind jedenfalls schuld. Sie kommen morgen früh um 9 zum Verhör. Ich komme gerne, um Neuigkeiten zu erfahren. Aber viel mehr als ich scheinen Sie ja auch nicht zu wissen. Guten Abend, Mr. Palmer. Immer noch bei Weatherby. Miss Rutherford, ich habe herausbekommen, dass Sie keine Krankenschwester sind.
Schließlich bin ich Archivar. Ich komme an jede Information heran, die ich benötige. Ich bin beeindruckt. Sie wohnen für gewöhnlich in diesem Nest Guts Hill. Heute sind Sie in London. Und genau deshalb rufe ich Sie jetzt an. Sie setzen sich in ein Taxi und bringen diesen Schuldirektor Trottel mit und ebenso Ihre Nichte. Sie alle sollen wissen, woran Sie teilhaben, wenn Sie nicht den Mund aufmachen und geschehen lassen, was geschieht. Oder es sogar noch verteidigen. Wohin soll ich? Sollen wir fahren? Wallington Street, Nummer 178, 185. Es ist das internationale Archiv. Die Tür wird geöffnet sein. Sie setzen sich direkt in das Pförtnerhäuschen und warten ab. Ich erwarte Sie dort genau in 25 Minuten. Keine Polizei. Sonst geschieht ein Unglück. Werden Sie Ginevra freigeben? Versprechen Sie das? Zunächst versprechen Sie, dass das, was ich Ihnen erzählen werde, bis in den letzten Winkel von Guts Hill getragen wird. Nutzen Sie alle Ihre schwatzhaften Tantchenkanäle und informieren Sie jeden letzten Tortenkrümel in Ihrem Nest. Jetzt werden Sie aber unverschämt. Ich mache keinen Spaß. Dazu ist es mir zu ernst. Wir werden da sein, ich verspreche es. Und Sie bringen alle mit, sonst... Ja, ich bringe alle mit. Tante Mimi, du bist ja so blass. Ich habe gerade einen Anruf vom Entführer von Ginevra Stanhope bekommen. Macht jetzt bitte alle, was ich sage. Das. Halten Sie an. Ich glaube nicht, dass wir hier jemanden antreffen werden, geschweige denn sehen, praktisch treffen werden. Bitte, Ihr Geld. Es stimmt so. Die Tür ist, wie beschrieben, offen. Das Pförtnerhäuschen leer. Eine Leiche! Um Gottes Willen! Ist er tot? Nein, er atmet noch. Setz ihn senkrecht an die Wand hier unten und leg ihm mein Taschentuch mit kölnisch Wasser auf die Stirn. So. Hier. In der Überwachungskamera. Er ist zu sehen. Tatsächlich. Er sitzt in einem der Räume, die überwacht werden. Hinter ihm ist ein großes Archivregal. Gleich wird es hier irgendwo läuten. Er hat zu einem Telefonhörer gegriffen. Da musst du auf den Knopf drücken, Tante Mimi. Sind Sie angekommen? Ja. Gut, ich werde jetzt erzählen, was passiert ist. Es ist wichtig, dass das hier zu einem korrekten Ende kommt. Und es ist ebenso wichtig, dass Sie erfahren, warum Anne und George Stanhope sterben mussten. Ganz zu schweigen von Gawain. Sehen Sie sein Gesicht? Er hat die Stanhopes abgrundtief gehasst. Nur warum? Mir wurde heute klar, dass Sie mir auf den Fersen sind. Und die Polizei Ihnen dicht folgt, Miss Rutherford. Also habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Für uns gibt es kein Happy End. Aber erst muss noch alles erklärt werden. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier kein Blutbad wird. Ginevra und ich, wir lieben uns. Ich hatte das Glück, endlich einen Menschen gefunden zu haben, der direkt zu meinem Herzen spricht. Dieser Mensch war Ginevra. Vor genau einem Jahr bemerkten wir, dass wir ineinander verliebt sind. Ich hätte nicht erzählen sollen. Alles ist meine Schuld. Meine Schuld. Ich durfte das nicht erzählen. Niemandem. Hast du gehört, Tante Mimi? Ginevra ist bei ihm. Ja. Und es geht ihr sehr, sehr schlecht. Als wir im September auf unserer Reise zu dem neuen Auftraggeber waren, zeigte mir Ginevra das Haus ihrer Eltern. Sie waren nicht da. Und sie beschrieb mir, dass sie kein gutes Verhältnis hätten. Unter dem Blumentopf lag ein Ersatzschlüssel. Und sie zeigte mir alle Gewehre. Sie weiß, dass ich mich auch für Jagd interessiere. Der treffsichere Schütze.
Dann fuhren wir zum Sommerhaus und gingen baden. Auch hier war der Schlüssel unter dem Blumentopf. Und sie zeigte mir das Versteck hinter der Wandverkleidung. Dort lag ein Gewehr mit Patronen. Ein paar Umzugskisten standen herum. Ihr Bruder sollte ins Sommerhaus einziehen nach seiner Scheidung. Am nächsten Tag trafen wir die Leute vom Kinderschutzbund. Das nicht? Doch, Liebes, das ist wichtig. Sie müssen alles erfahren. Sie informierten uns darüber, dass es einen Ring gäbe, der körperliche Gewalt an Kindern legitimieren würde. Der sich besonders der körperlichen Züchtigung von Kindern widmen würde. Und dies nicht aus pädagogischen Gründen. Unsere Aufgabe bestand darin, Informationen zu sammeln und die Identität der Teilnehmer herauszufinden. Miss Rutherford, ich glaube, ich habe Ihnen nachher etwas Wichtiges anzuvertrauen. Praktisch... Seien Sie doch still. Anfangs merkte ich es nicht. Aber dann begann sich Ginevra zu verändern. Sie wurde krank. Natürlich fragte ich mich, wieso es ihr so schlecht ging. Wir sprachen eines Abends darüber. Und plötzlich begann sie zu erzählen. Nicht doch. Nein. Doch, Liebling. Als Eintrittskarte in einen geheimen Herrenbund musste jedes zukünftige Mitglied eigenes Material beisteuern. Und so entdeckten wir jenes Foto hier, das für diesen Zweck gemacht wurde. Schauen Sie bitte auf den Monitor 6. Aber das ist ja George Stanley. Vielleicht 17 Jahre jünger. Und die Kleine, die mit den Seilen gefesselt ist und gerade geschlagen wird, das ist Ginevra. Und jener, der hinter der Kamera steht, ich vermute mal, es ist der liebe Bruder Gawain. Ginevra war 8, als das Foto geschossen wurde. Gawain war 14. Die Misshandlungen hielten an, bis Ginevra 16 war. Dann entdeckten wir noch einige Informationen, die darauf schließen ließen, dass Gawain auch während seiner Lehrerschaft Kinder schlug. Miss Rutherford, ich muss Ihnen noch etwas erzählen. Und ich erfuhr von der Verhandlung wegen dem Schulversuch bei den Stonehenge. Ginevra ging es immer schlechter und sie musste stationär behandelt werden. Im Januar und Februar verfiel sie dann zusehends. Sie hatte mit ihren eigenen Dämonen zu tun. Sie entglitt mir. Ich drang nicht mehr zu ihr durch. Bisher war ihr gedungen, alles zu verdrängen. Aber jetzt kam es an die Oberfläche. Diejenigen, die ihr im Leben hätten am nächsten stehen und sie vor allem Bösen hätten beschützen sollen, zerstörten sie. Und deshalb entschloss ich mich, diese verdammten Schweine umzubringen. Aber Sie haben doch ein Alibi. Natürlich war ich am Montag in dem Pub. Wir tranken Bier und besprachen den Tippschein der Woche. Dann fiel es kaum jemanden auf, dass ich früher ging als sonst. Es halten gerade zwei dunkle Wagen vor der Tür. Hoffentlich kann er nicht sehen, was hier im Pförtnerhäuschen geschieht. Ich hatte an alles gedacht. Wanderkarte, Benzin, Regenanzug, Schuhschutz, Taschenlampe, Kompass. Das Glück war auf meiner Seite. Und Gawain Stanhope noch nicht zu Hause. Die Schlüssel beider Häuser lagen unterm Blumentopf. Ich nahm das Gewehr aus dem Versteck und lud es ordentlich durch. Den Rest können Sie sich denken. Dann erledigte ich auf ähnliche Art die Eltern. Ach ja, die Satanistensterne. Ich fand das Satanistensymbol für diese Teufel sehr angebracht. Und besonders, dass es mit ihrem Blut geschrieben war. Psst, kommen Sie herein. Sie können meine Leute gleich auf den Monitoren sehen. Jetzt. Dort und dort. Ist Mr. Haddington mitgekommen? Ja, er sitzt im Auto. Ich habe es nie bereut. Aber manchmal frage ich mich, ob es das wert gewesen ist. Ginevra begriff sofort, dass ich es gewesen war. Sie glaubt immer noch, es wäre ihre Schuld. Für uns gibt es keine Zukunft mehr. Verdammt, er steht auf. Männer, jetzt aber schnell. Ich kann es nicht länger für mich behalten. Zumal jetzt auch noch die Polizei, also das Gesetz hier, ist praktisch der Chefinspektor bei uns der ist. Der dort müsste direkt neben dem Zimmer von Thompson sein. Sein Zimmer hat die gleichen Archivregale.
Los, Junge, öffne die Tür. Gawain Stanhope hat es wieder getan. Heute Morgen kam ein Vater zu mir, der sehr aufgebracht war und erzählte, dass der Geschichtslehrer seinen Sohn verprügelt hat. Während der Nachsitzstunde. So, jetzt ist es endlich heraus. Und Sie haben die ganze Zeit nichts unternommen? Tante Mimi, das ist ja entsetzlich. Und irgendwie habe ich auch damit zu tun. Mr. Weedman, ich frage Sie jetzt nur einmal und Sie antworten mir, ohne auszuweichen. Ist Gawain Stanhope wegen brutalen Schlagens eines Schülers oder mehrerer schon einmal von der Schule gegangen? Und zweitens, sind solche Fälle auch bei George Stanhope aufgetreten? Ja, Gawain Stanhope musste deswegen von der Schule. Und George Stanhope ist mit den Jahren nicht mehr so cholerisch gewesen. Und Sie hatten beide an Ihrer Schule? Das kann doch nicht sein. Und eine depressive Mrs. Stanhope aus dem Schuldienst scheidet keiner so leicht aus. Junge, hinter dir! Oh, er hat es geschafft. Thompson ist entwaffnet. Und Ginevra und er noch am Leben. Das mit den Prozessakten von Gawain Stanhope hat sich hiermit erledigt. Ich brauche da wohl nicht mehr hineinzusehen. Tante Mimi, ich glaube, ich fühle mich ziemlich mies in dieser Sache. Du hast dein Bestes gegeben. Manchmal scheint das fatalerweise falsch zu sein. So, jetzt kommen wir zu Ihnen. Ihre Personalien, bitte. Das ist der Pförtner. Er ist noch nicht wieder wach geworden. Und dann war mir plötzlich klar, wie ich wieder etwas gut machen kann. Ach, Kindchen, du nimmst dir das zu sehr zu Herzen. Die Welt ist eben nicht gerade ein ewiger Spaziergang im Sonnenschein. Ich werde Jim Thompson verteidigen. Und ich bin heute hier im Guts Hill, um noch einige Recherchen dafür zu machen. Ich treffe nachher den Direktor. Oh, bis dieser einen Satz herausgebracht hat, dauert es etwas länger. Du wirst wohl einen Tag dranhängen müssen. Ja. Und wie geht es Ginevra? Erstaunlich gut. Sie hilft mir mit wichtigen Details für die Verhandlung. Ich bin guter Dinge und sie scheint zu genesen. Wenigstens etwas Positives. Musik.